Ja, erstmal willkommen zum neuen Modern Koi Blog und Sie sehen, da drüben steht der Künstler und kaum stellt man so jemanden neben seinen Baum, beginnt er schon wieder zu pflegen. Die können keine zwei Minuten stillstehen. Da ist Günter Heimanns, das ist der Planer, Bauer, die Kreativkraft von dieser Traumanlage hier, die wir in den vorangegangenen Blog schon vorgestellt haben. Und Günter Heimanns ist zwar schon sein Leben lang selbstständig in einem anderen Bereich und hat sich jetzt aufs Alter entschieden. Er möchte etwas dessen, was er sich als Hobby über viele, viele Jahre und über 11 Japanreisen erarbeitet hat, möchte er jetzt auch noch an anderen Stellen verwirklichen. Also wenn Sie Interesse haben, einen solchen Traumgarten, den ich jetzt aber gar nicht mehr weiter loben brauche. Ich glaube, man braucht über sowas gar nichts sagen. Jeder, der einigermaßen halbwegs funktionierende Augen im Kopf hat, der sieht das selber. Und Günter würde gerne noch ein paar Teiche bauen, bis sich dann endlich irgendwann mal in die Rente verabschiedet. Und wenn Sie irgendwo Großraum Krefeld leben und sowas schon immer Ihr Traum war, aber so wie ich, sich das selber nicht zutrauen und würde Günter bei mir unten leben, dann hätte er schon lange den Auftrag. Ich habe ihn auch vor 2 Jahren schon mal gefragt, da hat er gesagt, nee, ist ihm alles zu weit. Wenn Sie da Interesse haben, Sie sehen unten die Banner eingeblendet. Das ist Günters Internetseite. Da finden Sie alle Kontaktdaten, nehmen Sie direkt Kontakt mit ihm auf. Und ich kann Ihnen sagen, ich mache schon viele Jahre Geschäfte mit ihm. Toller Geschäftsmann, ein Wort ist ein Wort und das ist wirklich toll. Als ich vorher hier in den Garten kam und noch staunend vorm Teich stand, hat Günter sich gleich in einem Redeschwall ergossen und hat mir erzählt, wie er den Teich gebaut hat und was alles und wie groß und welche Tiefenzonen und was sich dabei gedacht hat. Dann habe ich gesagt, du Günter, das machen wir ganz einfach. Du kriegst nachher das Mikrofon und dann erzählst du das den Leuten. Und das macht er jetzt auch gleich. Aber was ich noch voranschicken möchte, der Teich wurde vor 20 Jahren gebaut, inklusive sämtlicher Teilbereiche, die Sie hier sehen, inklusive der Wasserfälle. Und er hat die Zeit überdauert. Er hat materialmäßig die Zeit überdauert, er hat funktional die Zeit überdauert. Also die ganzen Neuerungen, was wir immer gehört haben, man braucht jetzt Trommelfilter, man braucht Papierfilter, jetzt ist das State of the Art, jetzt ist das State of the Art. Vergessen Sie das alles, genießen Sie das Wasser, während er jetzt auch spricht. Es ist ein tolles Wasser, die Fische sind immer gesund. Immer gesund ist natürlich falsch, die Fische sind gesund, also das ist wie in Japan, ich sehe hier keinen Unterschied. Und alles, was Sie jetzt über den Teichbau hören und sehen werden und alles, was wir in den nächsten Blogs auch noch über seine Filteranlage zeigen werden, das ist Japanese Style, das ist konservativ, das ist althergebracht und es ist unglaublich funktional. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon wieder mehr gesagt, als ich eigentlich sagen wollte. Ich übergebe jetzt das Wort Günter. Ich schalte jetzt mein Mikrofon ab, er schaltet seins ein und dann wird er Ihnen da mal kurz einen Einblick geben. Ja, hallo erstmal und ein optisches Willkommen hier an meiner Teichanlage. Den Teich habe ich 1995 gebaut und ist somit exakt 20 Jahre alt und wie man sehen kann, noch recht ansehnlich. Es gibt keinerlei Abnutzungserscheinungen und der Teich ist nach wie vor sehr funktionell. Ich habe ihn damals recht solide gebaut. Das Mauerwerk ist mit einem 24 cm starken Kalksandstein gemauert und dann von der Innenseite mit einem wasserdichten Zementputz verputzt worden. Und ebenfalls mit Kunstharz laminiert worden. Im oberen Bereich habe ich noch ringsherum einen Betonring gegossen, um eine breitere Auflage zu haben für die Findlinge. Die Bodenplatte ist ebenfalls aus Beton und mit einer wasserdichten Feinschicht aus Estrich gefertigt und natürlich auch laminiert. Die Tiefe des Teiches ist hier an der Wandung 1,80 Meter und an den Bodenabläufen 2,20 Meter. Das heißt, ich habe also in der Bodenplatte auch trichterförmige Gefälle eingearbeitet. Hier haben wir eine kleine Flachzone, die beginnt bei 70 cm und endet hier bei 90 cm und fällt dann steil ab auf 1,80 Meter. Wir haben hier an der Anlage 3 Bodenabläufe und 8 Wassereinläufe, 2 Wasserfälle und 2 ganz normale Schwimmbadskimmer. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen durch den Garten. Was für Sie vielleicht auch interessant sein könnte, ich habe damals vor 20 Jahren natürlich auch
schon überlegt, was mache ich im Winter. Und ich habe demzufolge hier in diesem Bereich die Wände ganz lotgerecht gemauert und auch den Boden sehr waagerecht und habe in den Wandungen zwei U-Profile aus Aluminium laminiert, sodass ich hier einen Schott einsetzen kann und dann den kleineren Teil für den Winterbetrieb hier zur Verfügung habe. Ja, die Filteranlage ist klassisch japanisch. Ich würde sagen, nach heutigen Standards eher konservativ, aber absolut funktionell. Und der Vorteil ist, keinerlei Wartungsaufwand. Ja, das ist jetzt so ein grober Überblick erstmal zur Teichanlage. Martin, wenn du noch gezielte Fragen hast. Was würdest du heute anders machen? Das klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen dumm, aber ich würde nichts anders machen. Ich finde, alles ist nach wie vor so, wie es sein soll. Und ich bin sehr zufrieden. Gut. Dann verabschiede ich dich noch. Ja, das war's denn für heute.